Hallo und willkommen zu einem neuen Age of Empires 2 Video. Wir machen weiter mit der Barossa-Kampagne und spielen natürlich auch die letzte Mission heute dann auch auf der höchsten Schwierigkeitsstufe wieder. Die habe ich noch gut in Erinnerung, die Mission, die ist ziemlich cool, finde ich. Die letzten Missionen von den meisten Kampagnen sind eigentlich ganz angenehm immer. Bevor ihr das Video weiterguckt, schaut auch mal oben rechts, da gibt es so ein i, müsste jetzt stehen, ein Informationsbalken müsste da auftauchen. Da packe ich nämlich eine Umfrage rein. Da geht es dann um die nächste Kampagne, die ich nach dieser hier spielen werde. Da habe ich jetzt erstmal die ja, meistgenannten Vorschläge aus den Kommentaren von allen Episoden habe ich da jetzt eingepackt. Also die Spanier-Kampagne als Cid, die war sehr beliebt. Die Hunden-Kampagne Attila war sehr beliebt. Dann hatten wir noch die William Wallace-Kampagne. Quatsch, die William Wallace-Kampagne, was war ich denn da? Was meine ich denn jetzt? Nicht die William Wallace-Kampagne natürlich. Die Azteken-Kampagne, genau. Die war auch genannt worden noch öfters. Ja, also alles, was öfters genannt wurde, packe ich halt in diese Umfrage rein. Da könnt ihr dann abstimmen, welche Kampagne ihr als nächstes sehen wollt. Und ja, das mache ich dann natürlich auch, wenn ich mich dann entscheide, die nächste zu starten natürlich. So, jetzt machen wir erstmal weiter mit der letzten Episode hier, mit dem letzten Level, der schlafende Kaiser. Barbarossas Soldaten waren am Boden zerstört. Einige Ritter begingen Selbstmord, andere konvertierten und liefen zu den Sarazenen über. So überzeugt waren sie, dass Gott sie im Stich gelassen hatte. Dennoch war eine Handvoll Ritter noch nicht bereit, nach Europa aufzubrechen. Der Leib des mächtigen Barbarossa wurde aus dem Fluss gefischt, mit Essig eingesalbt und in einem Fass verschlossen. Das Heer des Heiligen Römischen Reiches sollte nicht am Kreuzzug teilnehmen. Es gab immer noch die Möglichkeit eines kleinen Sieges. Die überlebenden Ritter gelobten, Barbarossas Leichnam nach Jerusalem zu schaffen. So erfüllte Barbarossa seinen Schwur, selbst nach seinem Tod. Er erreichte Jerusalem. So, und die Mission finde ich eigentlich ganz cool, weil man muss halt einfach wirklich dem Barbarossa in seinem Fass da zum Zentrum in Jerusalem schaffen. Wir sehen hier, man darf den natürlich auch nicht zerstören. Wir starten auch in der Imperialzeit, haben die meisten Technologien schon erforscht. Und wir sind mit den Feinden, die wir hier haben, auch von Anfang an verbündet. Also mit den Persern in Denn Gelb alles und hier, den was wir im Moment tun können, Sarazenen ist, in den Leichnam des Kaisers nach Grün. Die können Jerusalem wir zu halt von bringen. Anfang an Da uns die Sarazenen und nutzen die sozusagen. Perser nicht als Bedrohung ansehen, haben wir 10 Minuten Zeit, Und wir haben unseren 10 Minuten das Angriff zu Ganze planen. umzusetzen. In den Tipps habt ihr das wahrscheinlich ja schon gelesen jetzt. Man kann natürlich sich zunutze machen, dass Perser viele Elefanten einsetzen und man sich dadurch natürlich durch die Konvertierung, durch die Mönche mehr Elefanten verschnappen könnte natürlich, weil die Elefanten ja sehr leicht zu konvertieren sind, die haben ja sehr wenig Resistenz. Und das Gute ist auch, die Rückkonvertierung, die ist nicht so einfach, Zwei weil nun Minuten bis mal zum die Angriff des Arzen. Teutonia den Timonus haben, dass ihre Dings, ihre Einheiten nicht so leicht konvertiert werden können. Genau, so ist das. So, wir starten Populationsblockiert und ein paar Einheiten schon. Wir haben ja auch hier die Armbrustschützen dabei, die sind natürlich dann nicht so nützlich. Was natürlich sehr nützlich ist, sind die ganzen Technologien für die Mönche. Wir werden viele Mönche machen. Und auch Chemie will ich natürlich holen, damit wir auch Kanonen machen können als Belagerungswaffen. Und jetzt zeige ich euch noch einen Trick. Man kann, da man am Anfang mit diesen beiden hier schon immer verbündet ist, und das für 10 Minuten, und die und Jerusalem am Anfang, Noch die mir 8 gar keine Minuten Einheiten bis zum haben, Angriff der kann man Folgendes Sarazenen. machen: Man kann Spione für den Minipreis uns auch natürlich erforschen, und dann kann man das ganze Spiel über alle Spieler sehen. Das kann man nämlich sich ganz gut zu Nutzen machen. Also, jetzt sieht es so aus, wir hatten nicht genug Holz, um hier schön weiterzubauen. Das Chest schicken. Ich weiß nicht, ob man mehr Bewohner wirklich braucht. Man startet schon mit einigen. Ich habe die mal zum Gold noch hier. So, wie viel habe ich noch übrig? Zwei, drei sollten wir noch abschaffen. Ja, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich die jetzt hier habe. Da habe ich noch welche. Da ist noch einer. Gold noch. Scheiß Gold. Noch 7 Minuten bis zum Angriff des Sarazen. Was wir jetzt, jetzt machen werden, werden zunächst die Perser, die werden wir natürlich mit den Mönchen abwehren. Es wird einen, ich weiß wahrscheinlich noch ohne Technologie hier. Quatsch, nee, die brauche ich nicht. Tiefer, brauche ich, das ist. So. Es gibt ja auch Reliquien hier, oder eine gibt es. Hier hinten ist noch eine, die sollte ich mir dann schnell holen, natürlich, bevor es jemand anders tut. So, das gilt leider als Dorfwohner hier. Das heißt, erstmal, wenn ich jetzt auf den bestätigten Dorfwohner gehe, taucht hier auch das Fass auf.
Gut, das ist mir blöd. Kann ich natürlich auch nicht einquartieren. Ja, ein paar mehr davon werde ich doch brauchen, glaube ich. Ja, ich weiß nicht genau, wie stark der Angriff sein wird von den Persern, aber die sind halt ein bisschen näher dran. Ich werde gegen die Perser, wie gesagt, hauptsächlich mit Menschen jetzt ankommen können. Dann fällt aber noch dazu, dass halt die Sarazenen noch ganz andere Einheiten haben, mit denen ich natürlich mit den Menschen da nicht so klarkomme. Wir haben auch einen Verbündeten, aber soweit ich weiß, macht er das ganze Spiel über gar nichts, also das ist eher irrelevant. Chemie habe ich schon erforscht, das heißt, wir können uns auch schon mal Kanonen leisten, eine nur, schade. Ich glaube, der Verbündete ist hauptsächlich zum Handeln wahrscheinlich da. Den Markt mache ich mir jetzt aber hauptsächlich, damit ich die Ressourcen halt ein bisschen hin und her switchen kann. Ist auch noch Gold, will doch, ich weiß nicht genau, wie stark der Angriff sein wird, deshalb. Okay, scheint jetzt wieder die griechischen Orten weg. Bis zum Angriff der Sarazenen. Was mache ich denn noch so? Also ich habe überlegt, ob ich noch eher auf mehr Burgen oder mehr Kanonentürme vielleicht ansetzen sollte, um meine Position abzusichern. Ich muss halt gucken, wie schlimm es wird mit dem Angriff der beiden. Und was ich genau gegen die Sarazenen mache, muss ich mir auch noch überlegen. Und die wären natürlich Schützen gut, aber die, naja, die Teutonen haben halt nicht so gute. Allein mit den Kanonen werde ich damit nicht klarkommen gegen die Minuten bis zum Angriff der Sarazenen. Die beiden hier schicken wir auch noch zum Gold. Brauchen wir jetzt hauptsächlich. Die Einheiten lasse ich erstmal, die brauche ich jetzt hauptsächlich, also wie gesagt, die Paladine vielleicht eigentlich eher nicht. Aber jetzt zu löschen, zumindest für den ersten Angriff, den wir dann überstehen müssen, ist eigentlich ganz gut. Wenn man schon ein paar Einheiten hat. Die Goldmine ist mir ein bisschen zu heiß, glaube ich. Also, wie ihr seht, sind eigentlich die Perser mehr so im Weg, wenn man dazu belau will, muss ich genau hier hin. Ich glaube, es ist am Schloss, wenn man so außen rum geht, weil dann keine Türme, da ist nur dieser eine Turm dann im Weg. Das heißt, man muss einmal sich komplett durch gelb durchfräsen und dann hier durchbrechen irgendwo. Also hier dieses Stück von der Karte brauche ich eigentlich gar nicht zu beachten. Ja, mehr Einheiten mache ich jetzt erstmal nicht. Ich mache noch eine Kanone. 600 Nahrung kostet das und. Ne, 500 Nahrung, 600 Holz. Da liegt jetzt, okay. Alles klar. Ja, so viele Holzfälle habe ich jetzt gerade nicht. Ich werde jetzt die Geschwindigkeit in diesem Szenario immer nicht hochstellen, da ich ja konvertieren will und da braucht man viel Aufmerksamkeit für viel Makro. Ah, jetzt hat er ja hier auch noch jede Menge Windingern. Vielleicht machen wir das mal so. Obwohl, die gleiche offene Welche an. Ich glaube, ich lasse es vielleicht zurück. Soll ich hier noch irgendwas? Ah, ne, das habe ich schon geguckt. Ja, Bevölkerung ist am Maximum. Die Kanonen lasse ich erstmal so ein bisschen zurück, damit ich nicht die ganze Zeit auf meine eigenen Einheiten schieße. Also will ich, wenn die jetzt hier ankommen mit ihren ganzen Honagana, muss ich die natürlich auch irgendwie abschießen. Ich hoffe, mit den Mönchen wird das ein bisschen schwieriger. Ja, schauen wir nochmal, kommt her. Würde es, ich bin mir ziemlich sicher, dass die dass Saladin hier schon Heresie entwickelt hat. Das heißt, dass seine Einheiten, sobald ich sie versuche zu bekehren, einfach sterben werden. Ist hier noch irgendwas Brauchbares? Ne, das brauche ich nicht. Die greifen jetzt anscheinend nicht von alleine an. Machen wir das mal selber. Mir fehlt eigentlich. Ich mache das mal nicht mit Mountain schon mal. Falls ich mich dafür entscheiden würde, dann. Ich brauche es defensiv. Ich habe keine defensive Funktion. Ups. Turm schon mal wegmachen hier.
Wenn ich ein paar Kanonen mehr machen will, müsste ich auch irgendwie Stein sammeln. Sehr gut, ganz. Das ist natürlich blöd. Ey, Hiebe zu konvertieren hat gar keinen Sinn. Wir sind zwar resistent. Aber das mit den Menschen hat auch den Vorteil natürlich, dass ich die ganze Zeit meine Einheiten heilen kann. Gar nicht angreifen. Jetzt fallen die mir die ganze Zeit die potenziellen Konvertiten weg. So, ein Fenomenblümchen haben wir schon mal. Gut, das kann ich knicken. So, ich hole mal ein paar von den Zementieren an meiner Stellung schon mal. Ui, komm mal hier. Ja, meine Uni ist kaputt gegangen wahrscheinlich, ja. Ja, kommen wir noch ein Tor, den hau ich noch mal weg, wenn ich gerade dabei bin. Ja, mein Monk Micro ist natürlich totaler Sau. Sind die ganzen Waffen natürlich drauf gekommen hier. Ups, ja, ihr. Das hier haben wir ja fast freigeräumt hier. Ich muss mich kurz richtig konzentrieren. Ja, schon nicht ganz unstressig, muss ich sagen. Vor allem, wenn jetzt die ganzen Gebote noch ankommen.
Gut. So, hier, Dropper. Schieß, schieß, schieß. Schieß doch! So, einen weg, ja. Für unsere Kanonenfilme werden hier drunter leiden müssen. Shit, ja. Muss besser was aufpassen. Ja, das ist echt sehr anstrengend, das kann ich mir nicht machen. Ich bin verspricht über das fast. Ich entschuldige mich schon mal, dass ich hier nicht so viel kommentiere, einfach weil es, ihr seht ja, ich bin sehr beschäftigt bei mir. So, kommentieren. Auch gar nicht, ob ich das hier eigentlich wirklich clever mache. Eben haben wir zumindest bald mal. Und wir haben sehr viel Gold gesammelt, das heißt Kanonentürme, das würde echt ganz gut laufen. So, haben wir denn noch Leute auf Gold eigentlich hier? Von der Kommentiert. Ja, schön. Habe ich hier noch ein Dorfzentrum? Nee. Das darf ich noch bleiben. So, die Kollegen auch mal wieder an die Front hier. Naja, jetzt kommentiere ich nicht mehr ganz so viele Einheiten, weil auch durch die Kanone immer viel stirbt.
Ende. So, was kommt nach vorne? Was ist hier wieder los? Oh, ich einfach durch. Neue Kollegen hier. So. So, jetzt fängt der Sarazen an mir an. Und wie soll ich die jetzt bewegen? Ja, die Kanone kann ich wahrscheinlich kriegen. Ich glaube, ich habe die Elefanten gut sein werden gegen die Armee, die da läuft. Das ist ja eine Fernkampfarmee. Jetzt hier. Gib mir jetzt wieder Holz. Gut, dass ich kann meine. Ups, okay. Meine Elefanten auch wieder. Ein. Oh, wo? Sniper. So, hat das Ding kaputt endlich. Den kann ich nicht mal nach vorne schicken, so ein bisschen. So, das Ding hat durch. Gut, jetzt brauche ich nur noch wieder neue Kanonen. So, Gelb habe ich jetzt so ziemlich besiegt, glaube ich. Zumindest hat er keine Militärproduktionsstätten mehr. Oder so, das hier hinten. Stahl, Schmiede. Okay, na, das können wir verkraften, würde ich sagen. Dann, erstmal ein bisschen kopieren hier. Bevor ich jetzt hier durchbreche, ich glaube, die kommen davon allein nicht durch. Ich muss mir überlegen, ob ich mir eine Armee noch ein bisschen umstellen werde oder ob die Elefanten ausreichen. Ich denke eigentlich, also die Elefanten halten schon sehr viel aus. Ne? Die haben ja sehr viel Panzerung. 7 Panzerung und dann halt so viel Lebenspunkte dazu noch. Schützen des guten Armees. Okay. Mit dem Holz muss ich echt mal in den Griff kriegen, wieso habe ich denn so wenig? So. Diese Typen scheinen ziemlich stark zu sein. Ich habe jedenfalls in Rücken nichts meine Kanonen hier ausgeschaltet. Ach, fast. So, dann gehe ich die auch nochmal reparieren hier. Doch hier irgendwo so ein Konvertierungssound gehört. Was macht ihr denn hier? Naja, wenn wir schon mal da sind. Was sind die denn da angekommen so? Naja. Ist nicht zu glauben. Nein. Die kann ich mal löschen, das springt da immer aus Versehen hin. Jetzt frage ich mich, ist es eigentlich am Schloss nicht auch durchzubrechen? Ich wollte ja einmal hier außen rum gehen. Vielleicht greife ich dann einfach hier unten an. Da habe ich auch noch mal einen Hügelbonus. Dann können diese Elefanten nämlich mit denen ausgewählt werden. Glückmann. Ey, was geht denn mit diesem Buchstaben ab hier? So, schießt.
Mist, so kann ich sie erstmal ganz gut abfrühstücken. Und die Elefanten eigentlich, die Strom hier immer noch rum. Hier mal irgendwo durch. Die Elefanten können ein bisschen mehr chillen. Ich benutze noch den Paladin hier. Laufe ich einfach durch. Wodurch wurde das denn entwickelt? Also jetzt wieder Army Control wird wieder schwierig. Immer wieder auf die 1. Ja, ich glaube, ich brauche keine weiteren Einheiten als die Kanonen, um gegen die Fernkämpfer vorzugehen. Hier sind die KI-Scheine sehr gut. Allgemein Micro halt nutzen. So, hier. Okay, dann hier durch. Nehmt mir was ich finden kann. Noch dieses Schützenskuten auch, das ist ein Heldeneinheit, das kann ich nicht konvertieren, aber so ein paar Kanonenkugeln in die Fresse helfen auch bei denen ganz gut. Das ist mit euch noch. Da ist Stein. Ich wusste, irgendwo ist noch Stein. Teutonische Verstärkungstruppen sein. Ich hätte mehr erwartet. Und wo ist Barbarossa? Nun, wir müssen das Beste daraus machen. Wie meinen? Ich denke eigentlich im Kopf, dass Olyphen hat irgendwas gemacht in dieser Mission. So, ihr habt die ganz gut aufgeräumt. Ja gut, den Turm könnt ihr noch mitnehmen. Den Kanonentürme war eigentlich gar nicht so doof. Ich kann wieder nicht mit Doppelklick alle Einheiten hier auswählen. Das ist echt seltsam. Die Dorfwunde sind wahrscheinlich. Der eine scheint trocken zu sein, oder? So, ihr macht das hier kaputt. Ihr seid hier fertig. Könnt euch um die Gebäude hier kümmern. Mit hier gerade mein Gebäude. Viel Spaß damit. Hier, na ja gut, das ist nicht so schlimm. Ich habe es ja eh gleich geschafft. Was sagst du hier so? Ja, das hat ja super geklappt. Sehr, sehr gut gemacht, Herr Löwenherz. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur hier durchbrechen. Die Mauer kaputt machen, dann habe ich das schon geschafft. Ja,
Ja, die Elefanten, die machen hier schon einen sehr, sehr guten Job. Man braucht eigentlich kaum andere Einheiten als diese. Wegen diesem einen Spiel werde ich nicht kommentieren. Zwei Mönche verloren hier. Sehr guter Tag. Ist der von mir wieder Einheiten kommentiert? Oh, okay. Das wusste ich nicht. Ja, die sterben auch so schon ganz gut. Ups, Alter, das soll nicht sein. Naja, es ist auch egal, ich glaube also. Kann ich auch machen, was ich will eigentlich. Ihr seid schon fast da, nur noch ein wenig. Du hast ja eine mutige Stimme. Oh hier, wie wär's mit Action? Beschleunigen, also gleich habe ich es geschafft. Richard Löwenherz hat hier eine sehr, sehr ruhmreiche Schlacht geschlagen. Anscheinend ist er sogar fast durch das erste Tor durchgekommen. So, du kannst jetzt hier durchlaufen und haben es auch schon geschafft. Den Felsenblumen darf ich natürlich nicht zerstören, aber das habe ich natürlich auch nicht gemacht, da ich ein sehr friedfertiger Mensch bin. Ja. Oh, da sind noch Türme. Ich hoffe, es geht nicht schief. Oh, ja. Puh, das war knapp. Okay, das war ein sehr cooler Abschluss dieser Mission, glaube ich. Ich hätte nicht darauf geachtet, dass hier noch Türme stehen mit so viel Reichweite und die hätte ich natürlich auch noch abschießen müssen. Also nicht nachmachen, sorry Kinder. Sehr schön, dass ich das Ganze dann trotzdem noch geschafft habe. Ich habe gesehen, hier sind noch mehr Türme, als ich eigentlich im Kopf hatte jetzt. Aber an sich ist das, glaube ich, eine gute Vorgehensweise. Ich weiß nicht, ob die Kanonentürme wirklich so notwendig waren, aber ich wollte halt nicht, dass ich jetzt von hier aus auch nochmal überrannt werde oder sowas. Diese Seite scheint sich hier zumindest ganz gut geleert zu haben. Sind alles nur rübergelaufen und hier gestorben. Ja, Kanonen und Mönche sind alles, was man braucht in dieser Mission, scheint es. Dann können die guten Terreurs hier den Rest erledigen, weil die gegen die Fernkämpfer natürlich sehr, sehr gut sind. Ich mache jetzt mal kurz einen Cheatcode einfach. Wenn ich mich an noch einen erinnere, ich glaube Black Death heißt das. Das Einzige, was wir im Moment tun können, ist den Leichnam des Kaya ab den Ehrwürdigsten oder dem Heiligen Land zerstört. Ja, und jetzt? Um jeden großen König, von Arthur bis Barbarossa, rankt sich eine Legende, wonach der König eines Tages zurückkehren soll, wenn sein Land ihn braucht. Die Mythen und Legenden über den schlafenden Kaiser wurden in deutschen Sagen überliefert. Das Heilige Römische Reich sollte nicht andauern. Es zerfiel wieder zu einem Mosaik aus winzigen Einzelstaaten. Einige waren der Meinung, Barbarossas Herrschaft war ein Misserfolg. Aber ist es für diesen Mann nicht eine großartige Hinterlassenschaft, dass allein durch seinen Willen ein ganzes Kaiserreich zusammengehalten wurde? Und was passierte mit Heinrich dem Löwen? Nach Barbarossas Tod hielt ihn nichts davon ab, ins Heilige Römische Reich zurückzukehren. Aber ich bin jetzt ein alter Mann. Wem könnte ich denn noch schaden? Ja, haben wir tatsächlich noch den Plot-Twist jetzt mitbekommen, dass der Erzähler die ganze Zeit der böse Typ da war, der uns immer verarscht hat. Ja, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm, dass ich jetzt am Ende dann den Abspann noch per Cheatcode herbeigeführt habe. Weil technisch gesehen habe ich die Mission ja verloren, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt einfach keinen Bock, das nochmal zu machen. Ich habe das schon in der 5. Mission so oft neu spielen müssen. Da habe ich jetzt echt keinen Nerv mehr zu und an sich, finde ich, habe ich das Ganze eigentlich sehr souverän gespielt und muss da jetzt nämlich noch irgendwem was beweisen. Ja, ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen, ne? Und bis zum nächsten Video dann. Tschüss.